starte somit jetzt erst offiziell, dass ich euch begrüße hier, den zweiten Dienstagsblog. Und ich muss sagen, das war irgendwie alles ganz anders gedacht. Als hätte ich jeden Dienstag nichts Besseres zu tun, als einfach nur ein Buch zu lesen. Ja, das Ganze hat sich etwas schwieriger gestaltet, denn ich habe gestern nicht das Buch gekriegt. Das habt ihr in meinem letzten Dienstagsblog gesehen. Seht ihr nochmal hier oben. Und ja, in dem letzten habe ich das neueste Buch von Adriana Popescu gelesen, denn ich habe es zum Erscheinungstermin gekauft und dann direkt am nächsten Tag begonnen. Bei dem Buch dieses Mal war es nicht ganz so, denn ich konnte es erst heute erlegen klingt sehr brutal. Nein, ich habe es geschafft, es zu bekommen. Es war tatsächlich schwieriger als gedacht. Erst war geplant und überlegt, dass ich vielleicht nach Erlangen fahre und meine ehemaligen Kolleginnen besuche. Hat sich dann aber doch zeitlich alles anders gestaltet. Und dann war der Alternativplan, ich fahre nach Nürnberg. Und ja, herausgekommen ist Fürth. Für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen. Ja, Fürth ist neben Nürnberg, also ist es nicht so ein Riesenunterschied vom Weg. Und ich war in Fürth und bin grundsätzlich da auch immer mal wieder ganz gerne. Allerdings ist es von den Buchhandlungen her ein bisschen schwieriger. Also es sind meines Wissens drei Buchhandlungen, die alle drei jetzt nicht riesig groß sind. Und deswegen ist es immer so die Sache, ob man alle drei abklappern muss, möchte. Und ob man da einen Favoriten hat oder dergleichen. Und ja, ich bin zuerst in die Buchhandlung gegangen, die ich am liebsten vom räumlich gestalteten mag, weil sie so ein bisschen verwinkelt ist und so ein bisschen ganz eigen aufgebaut. Also sie ist so ein bisschen angepasst an die Räumlichkeiten. Und das ist so dieses nicht so typische Riesengebäude wurde hingestellt und künstlich irgendwie verwinkelt gestaltet durch Bücherregale, sondern ja, der Raum war da quasi und alles wurde so reingepasst. Und das finde ich sehr schön daran. Und genau, Buchhandlung Jungkunst, und in der habe ich leider das Buch nicht bekommen. Deswegen bin ich auf zur nächsten Buchhandlung, das war dann Der Edelmann. Und dort habe ich dann das neueste Buch von Anne Freitag nicht weg und nicht da bekommen. Ich finde es unglaublich schön und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich es dort bekommen habe, denn es war das einzige Exemplar, das dort stand. Ja. Hätte ich es nicht bekommen, ich hätte mich noch zur dritten Buchhandlung aufgemacht oder wäre doch noch nach Nürnberg gefahren. Denn ich wollte es unbedingt heute haben. Und dann habe ich mich damit in das Terrazza-Café gesetzt. Das ist oben in der Volks... Der Akku hat mich verlassen. Also ich habe mich dann gleich mit dem Buch ins Terrazza-Café gesetzt. In der Volksbücherei in Fürth. Das ist direkt oben an einem Eckgebäude von der Neuen Mitte in Fürth. Ich finde die Aussicht immer wundervoll. Allerdings heute hat es dann ja, sich etwas zugezogen und dann geschneit. Also so wundervoll war sie nicht. Es war nicht winterlich verträumt, aber ein bisschen Schneetreiben war da. Und habe es mir dann gemütlich gemacht mit einer Kleinigkeit zu essen und einem Tee. Und habe dort direkt begonnen, dieses Buch zu lesen. Das waren dann aber auch schon die einzigen Seiten, die ich heute geschafft habe. Denn ja, zu Hause haben auf mich dann wieder andere Aufgaben gewartet. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter und ich möchte einmal kurz darauf hinweisen, ich finde es herrlich, richtig, richtig schön, dass hier ein Lesebändchen dabei ist und ich muss mal selber gucken. Die Gestaltung ist auch herzallerliebst, wie ich finde. So, ich bin bei Donnerstag, dem 16. März und auch hier wundervolle Gestaltung, wie ich finde. Seite 47 geht es für mich weiter. Ich bin sehr gespannt, die ersten paar Seiten haben mich schon... Ja, wie reingezogen in die Geschichte und ich möchte weiterlesen bei Luise und Jakob. Guten Morgen, hallo, es ist Mittwoch und ich, ja, okay, es ist nicht mehr morgen, es ist schon fast Mittag, aber ich starte jetzt in den Tag, jedenfalls geht es jetzt zur Arbeit und es waren noch so viele Sachen zu tun, das heißt, heute hat es noch nicht wirklich geklappt mit dem Lesen. Das, ja... Funktioniert dann nach der Arbeit heute Abend. Ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Und jetzt geht's aber erstmal los. Guckt euch hinter mir an, was für ein tolles Wetter wir haben.
Ich liebe es ja, wenn die Sonne scheint. Macht schon richtig Lust und Freude drauf, dass hoffentlich bald der Frühling kommt und ich dann mehr draußen lesen kann. Ihr seht mich hier gerade in voller Montur mit Schal und allem und aufgepackt mit Buch, denn es geht weiter. Ich setze mich nach draußen zum Lesen, das Wetter ist so schön, die Sonne scheint und das muss ich noch ein bisschen nutzen. Ich sitze jetzt draußen und genieße noch ein bisschen die Sonne und lese weiter Nicht weg und nicht da von Anne Freitag, denn ja... Es ist Zeit. Es ist Samstag und die nutze ich. Sonntag. Ich habe nasse Haare, das heißt, ich habe schon entspannt gefrühstückt, ohne es zu filmen, habe schon Sport gemacht, auch ohne es zu filmen und war auch gerade schon duschen. Jetzt setze ich mich ein bisschen in die Sonne und lese weiter, denn draußen lesen in der Sonne. Herrlich. Wie war das nochmal mit dem Locken? Ja, also Punkt 1, man nehme die Kamera mit. Punkt 2, man filme dann auch. Und Punkt 3, das Ganze wird zusammengeschnitten und zu einem ganz netten Filmchen. Ja, heute ist gescheitert an Punkt 1. Ich habe die Kamera vergessen und ich wollte sie eigentlich mitnehmen, denn es war so herrliches Wetter. Ich war draußen, ich war ein bisschen unterwegs. Ja. Ich gelobe Besserung und kann nur sagen, ich bin fast auf Seite 200. Stimmt gar nicht. Auf Seite 216. Sehr gut. Und mir gefällt es sehr, sehr gut, aber ich ja, muss jetzt vermutlich schon aufhören, denn ich bin müde und es ist Sonntagabend und ich muss schlafen und ja, mal schauen, wie weit ich morgen noch komme, Montag, und wie viel ich davon euch noch zeigen kann. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was dazu erzählen, ne? Naja, das folgt dann eben morgen, am letzten Tag dieses Dienstags-Vlogs. Gute Nacht. Es ist Montag und ja, dieser Dienstags-Vlog ist schon wieder irgendwie eine Woche lang geworden. Ich werde definitiv heute noch einiges lesen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das ganz schaffe. Ich bin ungefähr bei der Hälfte. Dieses wundervollen Buches und ich wollte euch einfach kurz noch ein bisschen was darüber erzählen. Also, es geht in Nicht weg und nicht da von Anne Freitag definitiv um eine ganz besondere Geschichte. Es geht um... Es geht um Luise. Luise hat ihren Bruder verloren, denn der hat sich selbst umgebracht. Der Bruder Christopher war bipolar, also hatte eine bipolare Störung, die ist psychisch bedingt und dadurch hat sich einfach in dem Leben von Christopher vieles falsch angefühlt und ist recht falsch, wenn er Medikamente nehmen musste. Ich kann nur insofern sagen, da ich in meinem Beruf auch schon mit psychisch kranken Menschen zu tun hatte, kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, denn auch von denen
wurde mir deshalb dann mal berichtet, dass Medikamente sie sehr dämpfen und sehr in den Nebel einhüllen und man eben nicht mehr alles mitkriegt, was man eigentlich mitkriegen möchte. Also gerade das Leben wird so ein bisschen ausgegrenzt von einem und das fand nicht jeder immer gut. Auf jeden Fall hat sich Christopher aus dem Fenster gestürzt, hatte vorher schon mehrere Selbstmordversuche. Und Luise ist diejenige, die zurückbleibt mit ihrer Mutter, denn der Vater hat die Familie schon seit längerem verlassen, fühlt sich auch nicht wirklich verantwortlich für die Familie. Und die Mutter muss sehr viel arbeiten, damit sie die beiden eben, ja, sich und die Tochter durchbringen kann, ernähren kann. Und Luise merkt, sie ist viel allein und sie weiß gar nicht so recht, wohin mit allem. Mit dem Gefühl, dass alle nur nachfragen, wie es ihr denn damit geht, dass ihr Bruder sich umgebracht hat. Mit der Tatsache, dass sie sich die Haare abrasiert. Mit ihrem Leben. Und sie kriegt den Eindruck, es interessiert sich niemand mehr für sie selbst, für sich, für ihre Person. Und in dem Moment tritt Jakob auf die Bildfläche und es ist eine ganz besondere Art, wie es erzählt ist und wie es auch quasi stattfindet. Also wie die beiden zueinander finden, was die beiden einzeln ausmacht. Und sie erzählen das aus beiden Perspektiven. Also es kommt mal ein Teil aus Jakobs Sicht und ein Teil aus Luises Sicht. Und es ist eine sanfte, ganz eigene Art, wie es erzählt ist. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und ich finde auch wiederum, ich habe schon den Eindruck, ich merke, das ist ein Freitag-Roman. Dennoch merke ich aber auch, es ist ein ganz anderer Roman als zum Beispiel Den Mund voll ungesagter Dinge. Und deswegen, ja, freue ich mich jetzt drauf, hier weiterzulesen und auch das ganz bald in mein Herz zu schließen als abgeschlossenes, als ausgelesenes Buch und das dann ja in die Reihe der wundervollen Anne Freitag Romane, der wundervollen Adriana Popescu Romane einzureihen und immer im Regal stehen zu haben und zu wissen, das ist auch ein weiterer Schatz, den ich mir quasi ins Herz gelesen habe. Und es ist gespickt mit wundervollen Sätzen, mit wundervollen, treffenden Beschreibungen, mit wundervollen Worten. Und ja, an dieser Stelle möchte ich eigentlich nur sagen, ich wünsche Anne Freitag einen wundervollen Urlaub. Sie ist gerade an einem der tollsten Orte der Welt und das hast du dir verdient. Ein bisschen Auszeit nach dem ganzen Trubel. Ja, ich freue mich jetzt auf das weitere Erfahren, wie Luise, wie Jakob, wie die beiden miteinander klarkommen, was sie so tun und wo das noch hinführt. Ich kann nicht so viel mitfilmen bei diesem Buch, weil ich einfach immer wieder Pausen machen muss und tief durchatmen muss und das Weinen anfangen. Es ist so eine tolle Geschichte und gleichzeitig einerseits zieht sie mich total rein und ich möchte weiterlesen und ich möchte wissen, was als nächstes kommt und was die beiden machen und mit dabei sein und mitmachen und gleichzeitig ist da so eine erhebliche Bremse, weil ich total Schiss habe, dass das Buch zu Ende ist und ich ewig warten muss, bis das nächste von Anne Freitag kommt. Und ich weiß noch nicht, ob ich nicht vielleicht noch manchmal Angst davor habe, was noch kommt in der Geschichte. Nicht, dass ich jetzt meine, ich könnte es nicht lesen, weil es gruselig oder fürchterlich oder schrecklich wird, aber irgendwie ist es auch deren Geschichte und ich weiß noch nicht genau.
Ich schaue vermutlich fürchterlich aus und hoffe, dass ich so noch nie aussah und hoffentlich auch niemanden aussehen werde in einem Video. Es ist verbracht. Es ist noch Montag. Es ist nach 10 und ich habe dieses Buch hier beendet und ich bin sprachlos. Ich bin wahnsinnig sprachlos. Ich habe so viel geweint wie vermutlich noch bei keinem anderen Buch. Ich kann mich jedenfalls gar nicht erinnern. Ich war zusammen mit Luise allein. Ich war mit Jakob schweigsam. Ich war mit den beiden eine ganze Nacht am Steg gelegen. Ich war mit ihnen boxen. Ich muss schon wieder anfangen. Vielleicht kann ich demonstrieren, dass ich weinen kann oder dergleichen. Es ist einfach nur so, dass dieses Buch mich unglaublich berührt hat. Ich kann nur sagen, den Anfang kannst du nicht ändern, das Ende schon. Das ist der erste Satz hinten drauf. Und Luise, die ihr Leben radikal verändert, die sich eine Glatze schneidet nach dem Tod ihres Bruders, nach dem Selbstmord ihres Bruders, Christopher. Ich verehre sie. Den Mut, den sie hat. Ich stand selber schon in meinem Leben an einem Punkt, da wollte ich mir eine Glatze schneiden. Beziehungsweise ich hatte schon öfter diesen Punkt, an dem ich mir eine Glatze schneiden lassen wollte. Ich hatte nie den Mut, das selbst zu tun oder jemand anderen zu tun. Oh Gott. Das Schlimmste ist ja, dass man mich irgendwann nicht mehr versteht beim Reden. Aber gut. Dann könnt ihr abschalten, wenn ihr mich nicht mehr versteht. Auf jeden Fall finde ich es unglaublich mutig, was Luise hier tut und wie sie mit einem umgeht. Und mich hat es schon ein Stück weit getriggert, einfach aus dem Grund, weil es darum geht, dass ein lieber Mensch weg ist. Es macht natürlich einen Unterschied, wie dieser Mensch verschwindet. Dennoch ändert es nichts an der Tatsache, dass jemand fehlt. Geht gleich wieder. Und dieser jemand ist in diesem Fall eben der Bruder von Luise. Und dieser jemand, der da ist, ist Jakob. Und ich habe mich mit Luise über Zufälle gefreut. Ich hab tatsächlich mit Luise und ihrer Mutter wie wild getanzt zu einem Lied. Das findet man hinten auf der Liste, die es auch auf Spotify gibt, die man sich da anhören kann, diese Playlist. Ich habe mit ihnen zusammen getanzt. Ich habe den Duft von dem wundervollen Essen jedes Mal in der Nase gehabt und mir ist es aus dem Mund zu unten gelaufen. Ich habe mich riesig gefreut mit Luise über die Notizbücher, über die Freude von Christopher an Sprache, an Worten, an ausgefallenen Worten, an schön klingenden Worten, an Kuddelmuddel, an Natsukashi. Das Wort werde ich hoffentlich nie wieder vergessen.
Und ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich glaube, das ist jetzt gerade alles total überlagert von irgendwelchen Emotionen und vielleicht nicht mehr realistisch, aber ich habe mich schrittweise in die Schreibe von Anne Freitag verliebt. Es hat begonnen mit einem durchaus berührenden Roman, Mein bester letzter Sommer. Ging weiter mit den Mund voll ungesagter Dinge und hat im Moment den Zwischenstand bei Nicht weg und nicht da. Und ich finde es sehr schade, wenn dieses Buch weg wäre oder nicht da wäre. Und finde es auch schade, wenn ihr nicht zumindest mal reinschaut und euch traut, dieses Buch in die Hand zu nehmen, denn es ist wundervoll. Und diese fast 500 Seiten sind verflogen. Ich konnte es jetzt gerade gar nicht glauben, dass das Buch echt zu Ende ist und ich diese ganze Geschichte aufgesogen habe. Gefühlt, als hätte ich sie in 2 Stunden gelesen. Natürlich ist jetzt irgendwie eine Woche vergangen, aber es ist trotzdem richtig toll. Ich kann gar nicht aufhören zu schwärmen und ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich hoffe, ich finde noch ein paar Worte bis zum Lesemonat dafür. Wer eine Freitag so liebt wie ich, der muss es lesen. Wer sich etwas trauen möchte, der darf es gerne lesen. Und wer einfach mal wieder ein Buch will, das unglaublich berührt, der weinen möchte beim Lesen. Oder der zumindest keine Angst davor hat, beim Weinen zu lesen. Ach Quatsch, beim Lesen zu weinen. Schließlich nehmt ihr das Ganze nicht auf und stellt es online. Dann solltet ihr es lesen. Und wenn mir einfach alle sinnvollen Worte fehlen und ich einfach nur sagen kann, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mich mitgenommen habe, ein bisschen auf der Reise mit diesem Buch. Ich habe den Eindruck, ich habe das nicht zum letzten Mal gelesen. Es sind so viele tolle Worte, so viele tolle Sätze drin, so viele tolle Beschreibungen. Und ich werde es garantiert nochmal lesen. Und mindestens genauso viel dabei heulen. Deswegen konnte ich auch zwischendrin nicht so viel filmen. Ich war so im Buch gefangen und gefesselt. Und ich will nicht, dass ihr die ganze Zeit nur seht, wie ich heule. Auch wenn ihr das jetzt zum Schluss hier tut, aber wie gesagt, eure Entscheidung, ihr könnt jederzeit abschalten. Und euch eure eigene Meinung bilden zum Beispiel und dieses Buch lesen. Jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als das war der zweite Dienstagsvlog. Ich schätze mal, es wird nicht die ganze Zeit neue Videos geben. Vielleicht habe ich noch den Ansporn, die Lust, über Ostern ein bisschen zu filmen. Dann seht ihr das in den nächsten Tagen. Beziehungsweise in der nächsten Woche. Und ja, als letztes Wort bleibt mir eigentlich nur eins übrig. Es ist eins, das ich quasi wiederentdeckt habe in diesem Buch und das ich eigentlich schon gut kenne und das ich schon gut schätze und lieb gewonnen habe. Es ist ein englisches Wort und es gibt auch einen Film dazu. Oder es gibt, also für mich erinnert es sofort an einen Film. Der Film heißt auf Deutsch, weil ich dich liebe. Und ja, ich kann nur sagen, macht's gut. Eine schöne Zeit, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und Serendipity.